Zeitpunkt 1989, da war Folgendes, es ist auch immer mit der, Herbst Leute, die kommen, einmal sind sie gekommen, dann sind, wenn es geregnet hat, sind die Leute zu Hause geblieben, dann hat man, und das war eigentlich auch dann, sagen wir mal, der Anstoß, erste Maschinen sind ja schon gelaufen in der Gegend, auch hier ist einer gelaufen schon. Und das hat man natürlich beobachtet und hat auch das Lesegut immer wieder betrachtet. Und anschließend haben wir uns die einzelnen Maschinen betrachtet. Und bei der Firma Aero sind wir hängen geblieben, da hier die Möglichkeit war, ein Zusatzgerät aufzubauen, was bei den anderen mit Umständen vielleicht möglich gewesen wäre. War es natürlich so, wir haben eine Maschine bestellt, es war eine gebrauchte. Und die, wir haben, ich sage, dann rumgeschaut, auch mit der Intrapper und so. Und da ich Beziehung hatte zu der Firma Rauch, die ja solche Geräte hergestellt hat, haben wir hier ein Gerät gekauft und haben es bei der Firma aufbauen lassen. Ja. Und anschließend sind wir natürlich mitgefahren, aber der Entrapper war dementsprechend zu klein. Ja. Im Anfang kriegt man vorgerechnet, ja, der hat eine Stundenleistung von so und so viel, und wenn man das umrechnet, hätte es eigentlich lange müssen, aber die Maschine, die sind so schnell, also viel mehr in kurzer Zeit ernte, wie so ein Gerät eigentlich verarbeitet kann. Das heißt, wir mussten langsam fahren. Ja, darauf haben wir größer aufgebaut und dann haben wir festgestellt, dass bei einzelnen Rebsorten auch die Kämme also nicht rausgekommen, die sind drin geblieben, der Entrapper hat sich verstopft, dann hat man das mit der Hand wieder rausziehen müssen. Und dann bin ich wieder zu der Firma Rauch und habe selbst einen Tipp selber entwickelt, ja. Und da hat mich Montagmorgens der Herr Rauch angerufen, Gerhard Rauch, damals der Firmenchef, sagt er, Herr Hochdörfer, das können wir Ihnen nicht bauen. Ich sage, wieso können Sie das nicht bauen? Ich sage, das können Sie nicht bezahlen. Ich sage, es gibt doch andere Möglichkeiten, ich zutraue, das bald selber zu machen. Dann sagt er, Herr Hochdörfer, wenn Sie das wollen, Sie können zu uns in die Firma kommen, ich stelle Ihnen einen Mann ab. Und ich habe sofort Termin ausgemacht, bin hin, 14 Tage haben wir einen anderen Entrapper gebaut. Der Sohn hat gerade gesagt, eigentlich ist ja speichern, ja. Und dann hat er gesagt, da waren wir heute. Wir haben dieses Jahr jetzt also rund 80 Hektar geerntet. Also letztes Jahr war es zwar etwas weniger. Die Konkurrenz ist groß seit 1989. Also es sind praktisch schon über 30 Jahre, also wo ich damit fähre. Und es ist, also die neue Maschine ist doch ein bisschen angenehmer zu fahren und gemütlicher zu fahren. Muss man sich im Computer ein bisschen auskennen, was man vorher nie gebraucht hat, gell? Und ich meine, mit meinem Alter, es geht, gell? Also ich bin eigentlich zufrieden, ach, sonst würde ich nicht von morgens bis abends drauf sitzen.